Hallo, ich bin euer Physik-Siggi. Heute werde ich euch erklären, was man unter thermischer Leistung versteht. Und ihr werdet lernen, was der Wirkungsgrad ist. Und ihn bei einigen Beispielen kennenlernen. Dafür werden wir zunächst die Wärmequelle besprechen. Was ist die Wärmequelle? Alles, was irgendwie Wärme abgibt, ist eine Wärmequelle. Am bekanntesten ist die Sonne. Sie erwärmt die ganze Zeit unsere Erde. Was ist eigentlich diese Wärme? Sie ist genau die Energie, die ein warmer Körper an einen kalten Körper überträgt. Wärme ist also eine Energieform. Sie wird auch Wärmeenergie genannt. Eine Wärmequelle gibt also Energie in Form von Wärme an die Umgebung ab, wie zum Beispiel diese Herdplatte. Damit die Quelle jedoch Wärme abgeben kann, muss sie vorher eine andere Energie aufnehmen. Bei der Herdplatte ist es elektrische Energie, beim Gasherd ist es chemische Energie, die bei der Verbrennung des Gases... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com